die Stimme zählt nicht nur bei der Wahl, die Stimme zählt beim Singen, beim Reden. Man konnte malen, sich Gedanken machen zum Thema Frauenwahlrecht, ganz unterschiedliche kleine und große Formate. Und wir haben gedacht, wir öffnen das Rathaus einmal dafür. Kunst und Kultur kann Menschen wirklich bewegen, nachhaltig aufrütteln und auch langfristig, dass man sich Gedanken darüber macht. Und es ist gar nicht so, dass es in dem Moment Schnacks macht, sondern im Nachhinein oft macht man sich noch Gedanken über manche Sätze, die hier vielleicht beim Poetry Slam gerade gefallen sind oder ein Lied, das mich bewegt hat. Das wirkt ein bisschen länger nach manchmal. Und deswegen ist es eigentlich auch eine ganz gute Verbindung, finde ich. Kunst und Kultur und politische Ansätze. Ich denke, vor allem Politik, jetzt nehmen wir mal Demokratie aus, hat damit zu tun, dass Menschen zusammenkommen und über Themen diskutieren oder überhaupt fremde Menschen zusammen sind und man sich austauscht. Ob es jetzt politisch ist, gesellschaftlich ist oder hey, wie geht's dir, dein Bild sieht ganz cool aus. Das ist ja auch schon Austausch und das ist für mich, finde ich, für die Politik ganz wichtig. Konnte die Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft treffen und ihnen kurz und knapp Fragen stellen, mit ihnen diskutieren, ins Gespräch kommen. Das ist aber nur einer von ganz vielen Programmpunkten. Nieder mit Laufenberg, raus mit Laufenberg, aufhängen! Weil eine Demokratie davon lebt, dass wir uns alle zu Wort melden. Und nur wenn wir uns alle zu Wort melden und auf Augenhöhe den Entscheidern begegnen und ihnen auch immer wieder klar machen, dass auf Augenhöhe Entscheidungen getroffen werden müssen, dann muss man dahin gehen, also zu solchen Veranstaltungen wie heute oder zur Wahl, damit die Stimme auch gehört wird. Und dafür haben jahrelang viele Menschen gekämpft. Also hopp, 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 das müsst ihr machen. Das ist ein ganz wichtiges Grundrecht, das wir mal erstritten haben und das man nicht einfach verschenken darf.